Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Empyrion Galactic Survival. Und ich bin mal zurück zu unserer Rettungskapsel gelaufen, wo wir jetzt das gewonnene Promethium weiterverarbeiten wollen. Das tun wir üblicherweise über diesen Constructor, der jetzt auch Energie hat, weil wir das Schiff mit Energie versorgt haben. Und da müssen wir nichts weiter tun, als dieses Erz hier unten ins Inventar zu legen. Und ihr habt schon gesehen, jetzt wird das hier plötzlich gehighlightet, weil ich diese Promethium Pellets jetzt also herstellen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier raufdrücken und dann stellt er ein so ein Ding her. Ne? Wenn der Kreis hier oder beziehungsweise der Rahmen einmal voll ist, haben wir ein so ein, oder haben wir sogar 10 hergestellt. Sehr praktisch. Und das kann ich jetzt hier in Auftrag geben. Irgendwie jedes Mal, wenn ich klicke, kommt eins dazu. Ich kann aber auch mit Shift draufklicken, dann kommen immer 10 dazu. Und ja, das lasse ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen wahrscheinlich vor sich hinlaufen. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Kann ich das auch wieder wegnehmen? Na gut, wir werden es erleben. Obwohl, war es zu viel? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich zu viel gewesen ist. Auf jeden Fall, jetzt wo wir die Pellets hier im Inventar haben, können wir auch sagen, dann stell doch mal bitte, diese Fuel Packs her. Und da können wir jetzt mal direkt schauen. Ich glaube, kann man die Priorität, dass man das hier, kann ich das nicht irgendwie wieder löschen? Das wäre doch sehr interessant, wenn man wüsste, wie man das hier wieder löschen kann. Weil so muss der jetzt natürlich erstmal die gesamten Dinger hier herstellen, bevor ich noch irgendwas anderes machen kann. Das ist natürlich ein bisschen schade. Kann ich den kann ich ausmachen hier, seht ihr? So, dann hält der an und dann kann ich die Sachen wieder rausnehmen. Ah, verstehe. Das geht also nur, wenn wenn der Constructor ausgeschaltet ist, dann schalte ich ihn jetzt wieder an. Plonk. Und dann stellt der diese Teile her und benutzt dafür. Na, wie viel braucht er für eins? 10. 10 von den Pellets für 2. Also das ist doch auf jeden Fall eine ziemlich ergiebige Angelegenheit. Dann kann ich mir nämlich jetzt hier auf jeden Fall welche davon mitnehmen und in den Sauerstoffgenerator packen, damit der für uns weiteren Sauerstoff generiert. Ich nehme mal, warte mal noch eine Runde, nehme ich mal 10 Stück mit. Ich weiß gar nicht genau, wie viel der Generator fassen kann. So, du kannst dann mal auf jeden Fall danach noch, ja, stellst noch 120 von den Dingern her, irgendwie so. Hast ja sonst nicht weiter zu tun. Ihr seht schon, jetzt bricht die Nacht herein. Also der Planet hat sich so weit gedreht, dass die Sonne auf dieser Seite des Planeten nicht mehr zu sehen ist. Dementsprechend wird es jetzt hier also dunkel. Glücklicherweise hat sowohl, glaube ich, unser Drill als auch die... Nee, die Waffen nicht. Nee, die Waffe nicht. Nur der Drill. Aber das macht nichts. Also der Bohrer hat so eine Taschenlampe, das ist ganz praktisch. Es gibt dann bestimmt auch Möglichkeiten. Wir haben ja auch diese komische Lampe hier. Erstens haben wir auch eine Taschenlampe, die kann ich mal hier mit einsortieren. Und dann habe ich ja auch dieses transportable Arbeitslicht hier irgendwie aufgenommen. Das hatten wir dabei. Ich werde mal meinen Sauerstoff noch ein bisschen nachfüllen. So. Und wo war denn jetzt nochmal? Da ist das, da unten. Genau, da hinten ist nämlich so ein ganz großes abgestürztes Schiff. Und die ein oder anderen von euch werden vielleicht schon auf den Bildschirm gebrüllt haben. Nun geh doch mal darüber und guck mal, was da ist. Das ist aber keine ganz so gute Idee, denn diese Absturzstelle wird von Drohnen bewacht, denen ich mit meiner momentanen Kampfkraft einfach noch nicht gewachsen bin. Und darauf muss ich mich also erst ein bisschen vorbereiten. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir dafür alles brauchen werden. Auf jeden Fall habe ich es noch nicht. Und dementsprechend kümmern wir uns jetzt erstmal also um die Basics. Energy Items, kann ich das hier? Ja, die kann ich hier reintun. So, und jetzt fängt das Teil an, Sauerstoff zu produzieren. Je nachdem, wie die Sättigung ist, wo ich das Teil abgestellt habe. Das könnt ihr hier unten sehen. Die Qualität der Sauerstoffquelle liegt bei 80%. Das heißt, in jetzt 100 Sekunden, ich glaube also insgesamt braucht er 120, dann 120 Sekunden produziert der eine Sauerstoffflasche, die ich dann an entweder zu meinem Escape Pod hier, zu meiner Rettungskapsel bringen kann oder ich baue mir bis dahin irgendwie noch eine richtige eigene Basis, was ich grundsätzlich eigentlich auch für keine blöde Idee halte. Aber da müssen wir uns mal ein bisschen mit auseinandersetzen, wo wir die hin... Vielleicht setze ich die auch einfach mit. Wir können das ja, auch alles ein bisschen, wie gesagt, alles ein bisschen ausprobieren, learning by doing. Und ich kann jetzt hier über das Escape-Menü, kann ich verschiedene Sachen auswählen. Ich kann zum Beispiel eine Basis erstellen, ein Ground Vehicle, ein Small Vessel, also ein kleines Schiff und... die großen Schiffe sind jetzt hier noch ausgegraut.
Wahrscheinlich, weil ich die nicht auf einem Planeten bauen kann, denn das Bauen von großen Schiffen ist auf jeden Fall bereits im Spiel. Ich möchte aber eine Basis bauen. Das heißt, der sagt mir jetzt, ich brauche auf jeden Fall 25 Hüllenteile, um eine Basis zu bauen. Die habe ich nicht im Inventar. Aber ich glaube, dass auch das von unserer Rettungskapsel bereitgehalten wird. Also werfen wir nochmal einen kritischen Blick in die anderen Cargo-Container an diesem Escape-Pod hier. Die habe ich geleert. Dann war das auf der anderen Seite, da wo auch die ganzen Barren wahrscheinlich drin waren. Ach nee, das habe ich eigentlich alles. Aber ich kann wahrscheinlich mit den Barren einfach diese Blöcke herstellen, diese Hull-Parts. Ich tue mir jetzt mal den ganzen Kram, den ich habe, hier rein. Erstens, weil das Platz schafft im Inventar. Und zweitens, kann ja nicht falsch sein. Magnesiumpulver, das ist auch bestimmt richtig. Die kann man auch mal mit reinzuholen. Was ist das? Plastik? Irgendwas Plastik? Raw Material? Ah, okay. Rohe Plastik. Na, wer weiß. So. Kann man hier denn eigentlich auch Building Blocks, Weapons and Items, Komponenten? Okay, also ich wollte jetzt nur mal herausfinden, ob ich denn zum Beispiel mit dem Constructor auch das rohe Alienfleisch, zum Beispiel in gekochtes Alienfleisch, verarbeiten kann. Ich glaube aber, dem ist nicht so. Dann sortiere ich jetzt hier mal so ein kleines bisschen den Kram hin und her. Der Rest sind alles irgendwelche Pflanzensamen. Hier ist diese eine Sauerstoffflasche. Und das sind die Dinge, die ich eingesammelt habe. Mal gucken, was man damit tut. Was ist eigentlich mit diesem Alien Plasma? Das ist das das? Alien Plasma X10? Ach, da gibt es auch noch unterschiedliche. Zuckerrohr, noch mehr Corn Dogs. Die lassen sich leider nicht stacken. Aber ich hatte ich nicht noch anderes Plasma ein? Ich hatte offensichtlich nur dieses zweimal eingesammelt. Was man damit macht, werden wir bestimmt noch herausfinden. Und was wir jetzt mal herstellen, sind diese Hull-Parts. Sind das diese hier? Ne, das sind Metallplatten. Und was gibt es denn noch? Control Device, Metal Piece, Glasplatte, Kabel. Ihr seht schon, für die unter euch, die mit Space Engineers vertraut sind, das sind tatsächlich alles auch so Komponenten, wie wir sie auch bei Space Engineers brauchen, um bestimmte Dinge herzustellen. Hier ist noch gar nichts drin, hier ist noch gar nichts drin. Ich gehe mal auf alles. Da zeigt er mir jetzt sämtliche herstellbaren Items an. Das sind gar nicht so viele. Das liegt aber auch daran, dass das hier so ein kleiner Constructor ist, in dem ich nicht alles herstellen kann, was im Spiel verfügbar ist. Dafür brauche ich dann einen größeren Constructor. Und ich sehe gerade, das ist hier hinten gar nicht alles, sondern das sind Devices, deswegen war das nicht so. Und hier sind diese. Aber wo sind denn diese Hull-Parts? Metal Plate, habe ich die jetzt schon wieder übersehen? Metal Pieces, Electronics, Kabel, Metal Components, Pipes, Reactor Core, Motor, Computer. Okay, also ich glaube, hier ist irgendwie nichts davon dabei. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, diese 25 Dinger da irgendwo herzukriegen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das funktioniert. Ich weiß wahrscheinlich einfach nur nicht, wie. Wahrscheinlich muss ich erstmal Metallplatten herstellen. Also ich schalte mal das Ding hier wieder aus und wir nehmen mal die Pellets raus, weil davon haben wir jetzt ja ohnehin bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag genug. Und ihr seht schon, er übernimmt hier mal den Fortschritt, obwohl er die Metallplatten eigentlich noch gar nicht so weit hat, aber das macht nichts. Ich nehme mir kurz alle raus. Zack. Ich mag das lieber, wenn das gerade Zahlen sind. Ich stelle mal erstmal 20 davon her. Oder erstmal 10. So, mal ausprobieren, gucken, wie lange das dauert. Und was ich dann damit eventuell noch fabrizieren kann. Naja, okay. Also, er macht dann mit einem Mal, macht er ohnehin 10 Stück. Das heißt, er produziert mir jetzt auf jeden Fall 100. Und wo kriege ich jetzt diese Hull-Parts oder Hull-Components her? Hier war irgendwie. Ah, hier. Was haben wir denn hier? Das ist Hull-Block. Hull-Block Ray. War das das, was wir brauchten? Hieß das Hull-Block? Das werde ich wahrscheinlich am besten nochmal eruieren. Ich gehe mal hier ein kleines Stückchen weg, falls das jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann doch funktionieren sollte, dass er die Basis nicht irgendwo. Ja, 25 Hull-Blocks. Okay, also dann muss ich einfach nur 25 von diesen Hull-Blocks herstellen. Das wird ja wohl jetzt kein größeres Problem sein. Steht denn auch, was er hier braucht? Zweimal Metallplatte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und ich glaube, wenn der jetzt diese Metallplatten, das reicht ja auf jeden Fall. Ein bisschen flinker könnte das gehen.
wenn es ein Free-to-Play-Spiel wäre, gäbe es jetzt hier garantiert einen Kaufen-Button. Dann müsste ich jetzt nicht so lange warten. Ich bin froh, dass es das nicht ist. So. Jetzt fängt er an, diese Halbparts, genau, 25 Halbparts herzustellen. Und das sind letztendlich auch, natürlich sieht man jetzt hier die Blöcke, aus denen ich dann eben Schiffe, Basen, Häuser, riesige Mutterschiffe und was auch immer irgendwie bauen kann. Der Fokus bei dem Spiel, anders als bei Space Engineers, liegt deutlich mehr auf dem ganzen Survival-Aspekt. Natürlich, Space Engineers heißt Space Engineers, weil es dieses Ingenieursding hat, irgendwie, dass ich alle möglichen auch Maschinen dann natürlich herstellen kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Komponente und ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie das Spiel das jetzt machen wird, sollten dann in absehbarer Zeit Planeten in das Spiel finden. Hier ist es eben eher der Survival-Ansatz. Ich werde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, komplexe Maschinen selber zu bauen, sondern eher sozusagen so ein bisschen eben, ja, meine Basis, das ein oder andere Fluggerät, dann vielleicht ein Mutterschiff. Und dann gibt es hoffentlich, also das ist so ein bisschen die Idee, auch ein großes Ziel zu erreichen. Also irgendwie wahrscheinlich entweder sich zu retten und zu seiner Heimatwelt zurückzukehren oder wahrscheinlich irgendeinen anderen weit entfernten Bestimmungsort zu erreichen. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Jetzt habe ich diese 25 Blöcke und jetzt kann ich den Grundstein für meine Basis legen. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Da ist das abgestürzte Schiff. Ich will mit der Basis, glaube ich, grundsätzlich nicht allzu weit weg vom Wasser sein. Das wäre mir, glaube ich, angenehm. Was haltet ihr denn hiervon? Hier so auf diesem kleinen Plateau mit bisschen Blick auf den See. Das ist doch gut. Das ist doch auch hübsch. Das gefällt mir. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ich habe doch 25 Hull Blocks. Also jetzt habe ich doch nur wirklich 25 Hull Blocks. Oder nicht? So, gucken wir nochmal. Ja, vielleicht hätte ich die auch einfach mal aus dem Constructor rausnehmen sollen, denn dann hätte ich sie jetzt auch im Inventar gehabt und hätte wahrscheinlich auch eine Basis bauen können. Glücklicherweise läuft die Spielfigur nicht allzu langsam. So, mal kurz, nein, einsteigen wollte ich überhaupt nicht. Der Constructor ist auch auf der anderen Seite. So, also dann nehme ich mir jetzt mal die 25 Dinger mit und ich werde mal wahrscheinlich vorsorglich noch ein paar mehr davon produzieren. Einfach nur, dass ich werde ja mit 25 Blocks wahrscheinlich keine vollständige Basis bauen können. Das wird nicht funktionieren. Jetzt hoffe ich, ich finde diese schöne Stelle nochmal. Ich glaube, das war hier oben. Ne? Ja, ich glaube, das war hier. So. Ja, das sieht doch gut aus. So. Ein paar Schritte zurück. Ich weiß ja nicht genau, wo der jetzt was wie hier baut. Ob der jetzt hier gleich ein 25, also 5x5 Blöcke großes Fundament hier hinsetzt. Da bin ich jetzt auch ein bisschen drauf gespannt. Also, created new base. Tatsächlich tut er. Das macht er tatsächlich. Er baut mir hier so einen riesen Hoshi hin. Und das ist natürlich total witzig. Da oben, das könnt ihr da sehen, dieses Teil, was also grün leuchtet, das ist der Core-Block meiner Basis. Und den muss ich auch beschützen. Also es ist durchaus so, dass man hier dann auch irgendwie bei Gelegenheit von den verschiedensten Dingen angegriffen wird. Also tatsächlich auch von Aliens aller Art, ob es noch weitere raumfahrende Fraktionen geben wird, das ist nicht ganz klar. Natürlich dient das auch dem PvP. Ja, also ich im PvP kann ich also versuchen, die Basen anderer Spieler anzugreifen und zerstöre ich diesen Core-Block. Dann ist die Basis zerstört. Also geht mir der irgendwie flöten, geht der kaputt, dann ist es nicht mehr meine Basis. So, und jetzt nehme ich mir hier nochmal die anderen Blocks. 25 hat er jetzt hergestellt, weil ich nicht genug... Ah, ich hatte nicht genug Metallplatten. Aber das lässt sich ja glücklicherweise beheben. Also sagen wir, machen wir nochmal so und dann nochmal so... So, gucken wir mal. Das müsste jetzt funktionieren. Ich habe ja ein paar Klötze mitnehmen können, die wir jetzt... Die kommen jetzt hier rein. Und dann können wir damit jetzt die Basis ein bisschen verfeinern. Was ich wahrscheinlich auch mal in Auftrag hätte geben sollen, wäre sowas wie eine Leiter oder eine Treppe gewesen, damit ich da irgendwie auch mal reinkomme in meine Basis. Aber jetzt mache ich es ja erstmal auf jeden Fall noch ein bisschen größer. So, bin mal sehr gespannt, dass wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann positioniere ich das jetzt hier und mit einem Rechtsklick platziere ich das Teil? Nein. Mit einem Linksklick platziere ich, okay. Ja, das ist dann durchaus für mich etwas gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht kann man das in einer zukünftigen Version auch mal im Optionsmenü einstellen. So, jetzt haben wir, glaube ich,
das haben wir, glaube ich, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt für eine Größe hier? 1, 2, 3, 4 mal 4. Hatte der denn jetzt eigentlich irgendwie für dieses, das war ja nur ein 3x3 Plateau, hatte der dafür jetzt schon sämtliche von den Klötzchen verbraucht eigentlich, die ich erst hergestellt hatte? Ich glaube nicht, oder? Gucken wir mal kurz, ob ich die anderen da noch irgendwo mit, nee, der hat die verbraucht. Na, wer weiß. Der brauchte sicherlich auch ein bisschen was, um den Coreblock herzustellen. Und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwie sowas wie eine Leiter oder eine Treppe oder so noch in Auftrag geben kann. Und dann möchte ich gerne dieses Ding mal drehen. Dieses Escape-Pod, damit ich da nicht ständig... Ach du Scheiße, das dauert ja ewig hier. Komm, nee, lass mal. Lass mal stecken. Machen wir damit weiter. Beziehungsweise wir gucken jetzt erstmal, was ist denn das? Das ist eine Rampe. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Okay, ja, Rampe. Achso, das ist tatsächlich das, was wir haben. Macht mir doch mal... sowas. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt brauche, weil ich die aneinander setzen muss. Das ist auch noch eine Rampe. Dann mache ich die jetzt erstmal nochmal weg. Und dann soll er jetzt erstmal die hier herstellen. Fenster. Dafür brauche ich noch Glasplatten. Okay. Ein interner Block. Dafür brauche ich noch Kabel. Wahrscheinlich ist da irgendwie Licht dran oder so. Mal sehen. Das ist hier offensichtlich nur so eine Art Traverse. Achso, hier ist auch noch. Hier ist ja auch noch eine Ramp Steep. Ach so, das ist eine steile Rampe und das ist eine flache Rampe. Okay, wir gucken uns das an. Hier machen wir erstmal wieder an, den Quatsch. Oh, das ging sehr, sehr plötzlich. Ach so, da hat er ja wahrscheinlich auch wieder den Fortschritt dazu gerechnet, den ich eigentlich gar nicht erzielt habe. Wenn wir die drei Dinger jetzt haben, dann können wir wenigstens unsere Basis auch mal betreten. Und mittlerweile ist, wie ich sehe, auch die... Ich habe das jetzt wieder nicht rausgenommen, ne? Ja, so... dann können wir hier jetzt doch mal noch die Dinger anwerfen und den Rest, ja, den Rest müssen wir aber so ein bisschen nach Bedarf machen, weil wir müssen natürlich irgendwie hier so ein bisschen aufpassen. So viele Ressourcen haben wir jetzt ja auch nicht. Die Eisenbahnen, die wir da drin haben, sind begrenzt. Da drüben sehe ich aber bereits ein Eisenvorkommen, an dem wir versuchen könnten, dann neues Eisen zu generieren, um neue, um neue Eisenbahnen zu produzieren. Das ist übrigens auch ganz interessant, habe ich noch gar nicht gezeigt. Es gibt auch eine Karte, ne, die also tatsächlich, irgendwie sieht man das auch, ne, dieser eben wirklich runde Planet. Und auf dieser Karte wird mir eben auch sowohl das Escape-Pod als auch meine Basis angezeigt. Der grüne Pfeil, der hier leicht von der Basis verdeckt ist, das bin ich. Und der zeigt mir eben auch die verschiedenen Vorkommen an, die ich entdeckt habe. Ich vermute also mal, dass das durchaus so sein wird, dass ich irgendwann größere Scanner entdecken kann, um dann eben Planeten zu scannen und dann hier zu sehen, welche Vorkommen sind auf dem jeweiligen Planeten. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Achso, ich nehme an, das kommt dann irgendwann, also sprich Karten von etwaigen Systemen und Galaxien. Also dann gehe ich davon aus, dass das also doch auch durchaus eine größere Skala haben wird. Hier drüben ist auch noch eine Menge Wasser, sehe ich gerade. Und hier irgendwie so eine Art, ist das Flusslandschaft oder so? Zumindest ist hier mal Wasser durchgeschwommen wahrscheinlich. Sehr interessant. Also sobald ich irgendwas habe, was mich flinker bewegt als mein eigener Hintern, werde ich mich also darum kümmern, da mal nachzusehen. So, jetzt haben wir hier diese Rampe. Nee, das ist die falsche Taste. So. Und jetzt ist die Frage, wie drehe ich das? Ah ja, also das funktioniert tatsächlich auch wie bei Space Engineers. Mit den hier so Bild auf, Bild ab, Position 1, Ende und Einfügen und Entfernen Tasten. So, dann haben wir jetzt mal hier diese Rampe hingesetzt und dann sind wir tatsächlich in unserer Basis. Das ist besagter Core-Block, der damit zu meiner Fraktion als Spieler gehört. Es gibt also, ich weiß nicht, ob das schon vollständig integriert ist, aber es wird auch ein Fraktionssystem geben, ähnlich wie wir das eben auch jetzt bei Space Engineers haben. Wie gesagt, die Anleihen sind da relativ deutlich. Ich glaube, das kann man auch einfach mal so in den Raum stellen, dass das eine große Inspiration gewesen ist. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich denke, dass das Spiel durchaus, wenn es fertig ist und gut fertig gemacht wird, genügend eigene Sachen mit reinbringt. Gerade der höhere Survival-Anteil. Hoppla, ich dachte, da hätte ich es jetzt gehabt. Ich weiß noch nicht genau, welche Knöpfe ich hier drücken muss. So. Achso, und dann setze ich sozusagen den kleinen Teil hier unten ran. Wie kann ich denn einfach... Ich würde das einfach nur gern drehen wollen. So. Okay, also vielleicht kommt hier auch nochmal so eine Hilfeeinblendung wie bei Space Engineers, damit man die Achsen im Überblick hat, welche Achse man denn jetzt mit welcher Taste steuert. Das ist, finde ich, ein bisschen schöner hier, diese etwas smoothere Geschichte.
Nichtsdestoweniger, trotz brauchen wir hier natürlich noch eine ganze Menge Geschichten. Also wir brauchen dann hier natürlich auch all die Parts und Teile, die unsere kleine Rettungskapsel hat, also ein Constructor. Wir brauchen hier wahrscheinlich auch irgendeine Art Sauerstoffstation. Oh, und ich sehe gerade, mein Sauerstoff, der ist durchaus am Absacken. Das heißt, ich muss hier nochmal ganz flink an die Sauerstoffstation. Und ich muss auch mal gucken, denn ich brauche dringend was zu essen. Das habe ich jetzt noch so ein bisschen vernachlässigt. Oh, sind denn die Dinger alle? Ja, die Dinger sind alle. Ich tue jetzt mal hier noch die eine kurz rein, um ein bisschen meinen Sauerstoff aufzufüllen. Es reicht aber schon gar nicht mehr, um hier vollständig mich zu betanken. Und dann werden wir jetzt als letzte Amtshandlung dieser Folge nochmal zu unserem Sauerstoffgenerator gehen. Und ich nehme zwischendurch immer dieses Plasma mit. Wer weiß, wofür es mal gut ist. Und mal gucken, ob der in der Zwischenzeit ein paar Sauerstoffflaschen hergestellt hat, die wir dann da reinpacken können. Das wäre doch sehr erfreulich. Und da hinten sehe ich auch irgendwas zwischen den Bergen aufragen. Dort, wo mein Fadenkreuz jetzt ist. Ja, wer weiß. Also ich bin auch sehr gespannt, ob sowas geben wird wie, keine Ahnung, ja, dass die Planeten dann auch irgendwie bewohnt sind oder dass es mal eine Stadt gibt oder irgendwelche alten Ruinen oder irgendwelche Dungeons und so. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr spaßig werden. Hier haben wir jetzt 8 Sauerstoffflaschen drin. Die habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Der produziert ja da ansonsten weiter fröhlich vor sich hin, denn Energie ist noch genug drin. Ich natürlich über unser... der Herzschlag, weil meine Stamina-Leiste leer ist. Wir können ja mal hier kurz das Jetpack anmachen und so ein bisschen in großen Sprüngen. Das geht auch nicht wirklich schneller, aber ja, Gott, bisschen witzig. Wahrscheinlich werden unterschiedliche Planeten auch unterschiedliche Schwerkraft haben, dann wird das eben besser und schlechter funktionieren. Das Ding ist, glaube ich, ja auch eher dazu da, um mir zu helfen, mich zu bewegen, wenn ich einfach im Weltraum aus meinem Schiff aussteige, was möglich ist, ne? Und dann brauche ich natürlich irgendwas, mit dem ich meine Richtung korrigieren oder kontrollieren kann. So, machen wir es mal wieder aus. Und wir wollten ja den Sauerstoff einfüllen. Und dann ist in der nächsten Folge auf jeden Fall Programm, hier sich was einfallen zu lassen, wie ich an Nahrungsmittel komme. Das heißt, ich muss mich also mal damit auseinandersetzen, wie ich entweder das Fleisch zubereite oder irgendwas anderes von dem ganzen Kram hier ist. Ich habe hier noch so eine Notfallration. Wahrscheinlich wird es irgendwie darauf hinauslaufen. Ich lade jetzt kurz meinen Sauerstoff auf. Und sage ansonsten wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.